So, neue Folge, neues Glück. Geschweige, ich befürchte irgendwie, dass ich jetzt beim zweiten Mal, dritten Mal auch nicht unbedingt schaffe. Bin noch etwas, sagen wir mal, unentschlossen. Haltet eure Position, Männer! Ein Kill mit der Phantomklinge. Ich vermute einfach mit Absicht, dass jetzt hier die Falle ist. Bellies letzter Schüler hat mir ein schönes Geschenk mitgebracht. Ich hoffe, du hast etwas. Danke, die Fest zu geben. Schön, dich zu sehen, Assassine. Ich hätte wissen müssen, dass es so enden wird. Äußerst trickreich, Assassine. Alter Schwede. Ach, da oben kann ich auch lang. Ich schätze, bis wir. Ich habe gerade gesehen, dass da noch ein Weg irgendwie extra lang geht. Ich schätze, müssen wir alle irgendwie nach und nach töten dort. Haltet eure Position, Männer! Welche Trophäe nehme ich von dir? Naja, hat ja. Da wäre ein Scheißschrank gewesen. Äußerst trickreich, Assassine. Wissen müssen, dass es so enden wird. Schön, dich zu sehen, Assassine.
bist wohl nicht so gescheit, wie du glaubst. Da bist du ja. Na, na, nicht so nah ran. Na? Bist wohl nicht so gescheit, wie du glaubst. Verlasst ihr euch immer noch auf diese versteckten Messer? Jetzt sind es nur noch ihr beide, Assassine. Ach, ich mach jetzt so drauf geschissen. Meine Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ich biete euch ihr Wissen zum Wohle des Ordens. Welches Wissen könnte uns der Fürst der Gosse bieten? Die Intrigen von Ratten? Ihr dürft gehen. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich ihn nur töten könnte. Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Hier, und weg da! Es ist getan. De La Serre ist tot, Großmeister. Gut. Flashback. Nicht viel gucken dabei. Ein Kill mit der Klinge. Na. Lösch die Fackeln. Sollen wir jemanden finden in dem Rauch? So, haben wir das auch geschafft. Mal hier lang. Lösch die Fackeln. Na? Adios. Thank you.
Ja, dann sind wir fast entkommen. Junge, was hast du für einen Special Move? Solange es einen Cours de Miracle gibt, gibt es auch einen Roi de Thune. Und da die Stelle unbesetzt war, sprang ich ein. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr am Cours de Miracle eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Euer Ziel ist tot. Wir nutzen uns gegenseitig. Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr? Nun, ist alles im Lot? Sind die Toten gerecht? Die Seele besänftigt, etc.? Nun, wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Intrige! Eine sich schnell verdichtende Handlung. Fügt etwas Gewalt und lüsterne Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Romans. Eine handfeste Spur würde reichen. So jung. Und doch schon so ernst. Nun, ich wünsche euch viel Glück. Das habt ihr euch doch bestimmt angesehen. Wo habt ihr das her? Einer meiner neuen Untertanen brachte es mir als ein Zeichen des Respekts, nehme ich an. Ein seltsames Stück. Ich kenne nur einen Silberschmied, der Metall so bearbeitet. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Ich kann nur vermuten, dass euch das bekannt ist. Warum habt ihr nichts gesagt? Wo stünde der Mensch, wenn er nie Fragen stellen müsste? Wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gereicht werden würde. Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Der Name des Schmieds ist François Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt nahe Les Alpes. Hab Dank. Bonne chance. Ich weiß, dass ihr einen Sinn für Gerechtigkeit und dergleichen habt. Hä. Hört sich schon aus einer Mission, aber... Das war's dann erstmal. Bis dann.